So, einen Schnellfahr. Oh. Jetzt habe ich keinen schnellen Ausgang. Nein! Bist du eigentlich gerade den Stream am Handy, Timmy, oder guckst du am Rechner oder irgendwie am Fernseher oder so? Handy, okay. Einen wunderschönen guten Tag, Dario. Wie geht es Ihnen? Nein, Dario, ich habe jetzt 5 Orden und es sind keine Pokémon gestorben bis jetzt. Außer die 2 zum Anfang vom 1. Orden. So dumm, dass es TM-Server gibt. Yeah, wir müssen nach Fleetburg. Das heißt, wir haben wieder die Chance auf ein neues Pokémon. Eiseninsel. Genau, nach Fleetburg den Bauarbeiter wegklatschen. So sieht's aus. Flieg mal nach Leie, ne? Und guck mal, ob wir vielleicht irgendwelche neuen Klamotten kaufen können. Ich glaube es war nicht. Nö. Schade. Auf nach Jubelstadt. Dazu ist ein André in der Liga, wäre strong. Nee, so strong bin ich nicht, Digga.
Da geben wir doch schon das Style ein bisschen vor. Ich will aber nicht auf die Passion. Weil du gerade sagst, Latzo hat eigentlich Inscope oder Sascha mal ein neues Video rausgebracht in den letzten Wochen. Oh, die letzten Tage. Ich bin da gerade gar nicht so up to date, du. Hast du versucht? Du bist gestorben? Sicher? Warum bist du dann so ruhig? Zeig mal deine Pokémon. Hä? Weißt du, was es tut? Ja, es ist ja bloß Bammelin, du hast ja jetzt die Option von Gyarados, ne? Ja, ich hab auch nicht gewusst, du hast doch, doch, ich bin ganz ehrlich. Ja, hast du gutes Wasser-Pokémon. Und Carpador, Gyarados, Staterra und Jirachi geben halt eine gute Dreierkombination ab, weil die sich halt gegenseitig covern mit den Schwächen. Du hättest doch eher die Nuzlocke aufnehmen müssen, bei dir war ein bisschen spannender gewesen als bei mir gerade. Nächste Arena ist Stahl. Feuer und Kampf, ja. Also Passage sind bis jetzt 5 Pokémon gestorben. Das ist ihre zweite Nuzlocke, die sie in ihrem Leben spielt. Das ist. Hä? Das ist gar nichts für das, für den Progress, den du schon hast. Der einzige Grund, warum man auf der Eiseninsel fährt, ist das eventuelle Stahl-Pokémon und Riolu. Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich keinen Onyx-Encounter besitzt habe. Im besten Fall kann ich mir nämlich einen Stahlos daraus ziehen aus der Höhle. Und ich kann immer noch unter Fahrradweg mir einen Gibbel holen. Duisburg oder Fleetburg?
Okay. Lass uns nach Duisburg kommen. Ja, aber da muss ich erstmal alle Kognito fangen vorher. Und der Hippopotas ist halt ein Safe Encounter. Das ist halt, da ist halt bloß Hippopotas drin. Route 218 haben wir noch einen Encounter. Mal gucken, was auf Route 218 so abgeht. Route 018. Senior Pokémiki. Route 218 ist gespickt von Pokémon. Charmian. Brauchen wir Pokeradar? Willst du mich verarschen? Da kriegst du bloß Scheiße. Charmian ist das Einzige, was ich noch fangen kann. Pantimus. Chalelos gibt's da. Bujelin. Pinion kannst du angeln. Carbordo kannst du angeln. Wingull kannst du noch im hohen Gras finden. Da kannst du bloß noch Pantimus finden. Oh. Hm, dein Lieblings-Pokémon. Hoppala. Das wird gleich mal Gamepad aus der Hand gefallen. Die fette Diabeteskatze. Ja, genau, die fette Diabeteskatze. Seit wann braucht man dafür alle Kognito? Du brauchst dafür alle Kognito, damit er die Höhle aufmacht. Das war schon immer so. Also zumindest war es in Diamant Perl so. War ihm so gewesen, das weiß ich nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, die Pokémon-Auswahl hier ohne die Platin-Encounter ist einfach für den Arsch. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber es ist einfach so. Kell? Willst du Keck oder Lel schreiben? Lel Keck. Hallo Kiro. Kiro, was machst du hier? Wie geht's? Ist eigentlich normal, dass meine ganzen Mods rosa sind? In ihrer Schriftfarbe? Stream schauen, das freut mich, dass du Stream guckst. Seid überzeugt vom Angeln in der frischen Luft. Kiro, wie geht's dir? Nö. Nein, ich habe 6 Pokémon. Wir sind nicht pissgelb als Farbe nehmen, ist doch cool. Ah, mir geht's gut. Ich finde, das Spiel ist relativ, naja, einfach. Viel zu einfach. Obwohl, wir könnten doch mal den Honigbaum bestreichen. Und einfach hier keinen normalen Encounter holen, sondern den Honigbaum-Encounter. Ich habe meinen Skarabon drin. Ich glaub's auch nicht, aber das. Die Hoffnung stirbt jetzt. Ja, das gefällt mir, Cora. Bäume mit Honig bestreichen ist sehr, sehr angenehm. Was denn? Ja. Nein, das ist noch mein erster Run. Also, es ist normaler Run. Das ist ja gerade erstmal das normale Spiel. Ich weiß, dass die das anziehen mit den
Rematches. Aber der normale Run ist einfach so belanglos einfach. Habe ich den jetzt bestrichen? Ja. Wenn ich jetzt mehr Honig dran streiche, kommt der bessere Pokémon. Schade. Ich finde das Spiel halt einfach mega einfach, ne? Da steht EP-Teller, das ist so billig geworden. Also wir haben vor uns, bevor du kamst, haben wir die Arena gemacht in Dingsbumshausen. Und wir haben nebenbei geredet, was wir zu Weihnachten und so zwischen Weihnachten und Silvester und an Silvester essen, ne? So belanglos ist dieses Spiel. Du musst einfach nicht aufpassen, du kannst einfach losdrücken. Meine erste Nuzlocke, die ich spiele, wo ich vor dem sechsten Orden stehe und noch zwei Pokémon verloren habe. Daru, das Level-System mit Diamantperl war kein Müll. Der EP-Teiler ist Müll. Ich habe verloren bis jetzt mein Zirpeise und mein Macholo in der ersten Arena. Das war meine einzige Verluste bisher. Was? Oh nee, Timmy. Ach, Timmy. Was ist denn los mit dir? Tali war der nervigere Rival, der erinnert mich immer an Vadimi. Warum hat der Kick den ausgerechneten Scarbon? Das, was ich haben will. Na, der hat nicht bloß Honig an den Honigbaum geschmiert, scheinbar. Ja. Schöne Lust.
Ja, was nehme ich denn jetzt gegen Bamedin? Nee, das kann auch irgendwas Scheißiges. Also. Der Timmy kann halt nichts, ne? Ist auf der für 33 Bamedin schon ein Bujelin? What the fuck? Hat der EP-Charme halt nicht an. Der kann ausschalten, nur wir nicht. Digga, du hattest einfach Glück, dass ich dir das Skelabravi mitgebracht habe in dem Pack. Das war einfach bloß Luck. Das war einfach mein Lucky Händchen. Level 37er Shellkarain. Warum ist es kein Shellterra? Die Elite-Box habe ich selber noch hier. Werden wir sehen, was ich rausziehe, ne? Kommt auf jeden Fall so schön in den Hintergrund, dass man die auch sieht. Kommt wahrscheinlich dann die Pikachu-Box weg. Das ist eigentlich sogar schon lachhaft, dass ich mit links vorspielen muss, mit Ponita. Warum soll ich mit Ponita spielen? Oh, Tasha de Gardos entwickelt. Ich bin nicht erstaunt. Ich bin ja. Also. Hallo, ich hab den von Level 3 aufgezogen. Ja, der freut sich jetzt. Der freut sich jetzt bestimmt. Das Einzige, was sie in dem Spiel gut können, ist im Boden wischen, ey. Der kennt es auch wie eine Speckschwarte. Ich will mal gucken, ob ich nach Flori kann. Wenn ich nach Flori kann, also nach Flori kann ich sowieso, aber wenn ich zur Feurio-Hütte kann, kann ich mir da einen Magby fangen. Was ist denn hier? Ach,
Ach, das sind die Augen von Flori. Oh, ein Blattstein. Stimmt, die gab's ja immer noch.